Der Sauerstoffanteil ändert sich nicht mit der Höhe und macht auch in Reiseflughöhe, genauso wie am Boden, 21 Volumenprozent in der Luft aus. In Reiseflughöhe beträgt der Luftdruck jedoch nur noch 22% des Druckes am Boden. Die Temperatur beträgt nur ca. minus 56 Grad Celsius. Bei diesen Bedingungen können wir nicht überleben. Die Klimaanlage des Flugzeugs sorgt daher für Bedingungen, die fast so gut wie am Erdboden sind. Zum Glück ist das Flugzeug kein U-Boot. Frische Luft von draußen kann auch in Reiseflughöhe zur Belüftung der Flugzeugkabine genutzt werden. Wenn wir in Urlaub fliegen, dann sind wir in der Kabine unterwegs. Wir atmen, wir produzieren CO2 und wenn wir Pech haben, sind auch einige krank und es sind einige Viren in der Kabine. Damit wir hier über lange Zeit uns aufhalten können, muss die Kabine belüftet werden. Dazu wird Luft in die Kabine hereingelassen und am Ende wieder herausgeführt. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte Rezirkulation. Luft wird aus der Kabine entnommen und wieder reingeführt. Zwischendrin wird die Luft gefiltert durch die sogenannten HEPA-Filter. Das Entscheidende ist aber, damit wir die Sachen hier wirklich rausbefördern und auch frische Luft bekommen, die Kabine wird belüftet mit Luft von draußen, die am Ende wieder rausgelassen wird. Schauen wir uns die Klimaanlage eines Passagierflugzeuges am Beispiel des Airbus A320 genauer an. In dem Schaubild sind Luftkanäle in unterschiedlicher Farbe gezeigt. Rot bedeutet heiße Luft, orange bedeutet warme Luft, blau steht für kalte Luft. Obwohl wir in 11 Kilometer Höhe fliegen, herrscht in der Kabine angenehmer, recht normaler hoher Druck, so wie etwa in 2,4 Kilometer Höhe. Würde man ein Fenster öffnen, so würde die Luft aus der Kabine schnell nach draußen strömen. Die Luft von draußen muss also in die Kabine gepresst werden. Das macht der Kompressor der Triebwerke. Als sogenannte Zapfluft wird die komprimierte, sehr heiße Luft ungefiltert über mehrere Wärmetauscher abgekühlt und schließlich als kalte Luft in die Mixing Unit geleitet. Mit der ungefilterten Zapfluft gelangen leider auch kleine Mengen chemischer Stoffe in die Kabine, die sich aus dem heißen Triebwerksöl gebildet haben. Das ist höchst problematisch, aber hier nicht das Thema. Über die HEPA-Filter und die Gebläse gelangt auch die rezirkulierte Luft aus dem Frachtraum in die Mixing Unit und wird dort über die Kabine verteilt. Die Menge der frischen Luft von draußen und die Menge der rezirkulierten Luft sind bei vielen Flugzeugen in etwa gleich. Es muss ungefähr so viel Luft am Flugzeugheck nach draußen entlassen werden, wie über die Zapfluft neu hinzukommt. Die genaue Menge der ausfließenden Luft regelt dabei den Kabinendruck. Die Zulassungsvorschriften legen fest, wie viel frische Luft für die Belüftung mindestens pro Person bereitgestellt werden muss. For normal operating conditions, the ventilation system must be designed to provide each occupant with an airflow that contains at least 0.25 kilograms of fresh air per minute. Bei Kabinendruck ist das ein Volumenstrom von mindestens 18 Kubikmetern pro Stunde. Ohne Belüftung würden sich verschiedene Stoffe in der Kabinenluft ansammeln. Zwei Beispiele. Erstens, durch das Atmen der Passagiere gelangt Kohlendioxid, also CO2, in die Kabinenluft. Zweitens, durch eine kranke Person an Bord würden Viren und Bakterien in die Kabinenluft gelangen. Entscheidend ist die Konzentration dieser Stoffe, die sich im eingeschwungenen Zustand einfach berechnen lässt aus C gleich S durch Q. S ist die Quellstärke des betrachteten Stoffes, zum Beispiel in Kilogramm CO2 pro Stunde und pro Person. Q ist die Belüftungsstärke, zum Beispiel in Kubikmetern frische Luft pro Stunde und pro Person. S durch Q ergibt dann die Konzentration C in Kilogramm pro Kubikmeter. Um CO2
auszuspülen, kann nur Frischluft von draußen genutzt werden. Viren und Bakterien werden vom HEPA-Filter herausgefiltert. Die Kabinenbelüftung durch die Rezirkulation zielt hier mit und verdoppelt die Belüftungsstärke. Die Konzentration der Viren und Bakterien in der Kabine kann daher durch den zusätzlichen Einsatz der Rezirkulation halbiert werden, wenn der HEPA-Filter alle Viren und Bakterien herausfiltert. Ob das der Fall ist, kann nicht abschließend beantwortet werden. Es gibt keine Vorschriften zur Wartung der HEPA-Filter. Am Ende der Nutzungszeit sind die Filter jedenfalls extrem dreckig. Bitte beachten, selbst wenn die HEPA-Filter die Viren zu 100% herausfiltern, ist die Kabinenluft immer noch nicht frei von Viren. Die Virenkonzentration in der Kabine kann halbiert werden, wenn zusätzlich Rezirkulation mit einem 100%ig wirkenden HEPA-Filter eingesetzt wird. Die Rezirkulation bringt weiter Vorteile für eine gleichmäßige Wärmeabfuhr aus der Kabine. Im Zusammenhang mit der Kabinenbelüftung in Flugzeugen wird von der Luftfahrtindustrie nie der in der Zulassungsvorschrift geforderte Massenstrom oder Volumenstrom genannt, sondern immer die Luftwechselrate. Grund: Die Luftwechselrate macht für Flugzeuge einfach einen besseren Eindruck. Die Luftwechselrate gibt an, wie viel Kabinenvolumen Luft pro Stunde zur Belüftung in die Kabine gepumpt wird. Die Formel lautet N gleich Q durch V. Q ist dabei die Belüftungsstärke, also der Volumenstrom pro Person. V ist das Volumen, das jeder Person zur Verfügung steht. Schauen wir uns eine Beispielrechnung an. Die Kabine muss nach Zulassungsvorschrift mit 0,25 Kilogramm pro Minute und Person belüftet werden. Das ist umgerechnet 18 Kubikmeter pro Stunde. Im Flugzeug stehen jeder Person nur ca. 2 Kubikmeter Luft zur Verfügung. Die Luftwechselrate beträgt daher 18 durch 2 gleich 9 pro Stunde. Es dauert damit 60 Minuten geteilt durch 9, also ungefähr 6,7 Minuten, bis ein Kabinenvolumen frische Luft in die Kabine geströmt ist. Die Flugzeughersteller legen die Flugzeuge mit etwas höherer Belüftungsstärke aus als gefordert. Wir vergleichen die Rechnung mit der einer Raumbelüftung. Ich nehme die Zahlen für eine moderne Wohnung mit einer Lüftungsanlage. Die Belüftung beträgt 90 Kubikmeter pro Stunde pro Person. Das ist das Fünffache gegenüber den Zahlen aus der Flugzeugzulassung. Jede Person lebt in diesem Beispiel auf 36 Quadratmetern. Bei einer Deckenhöhe von 2,5 Metern sind das 90 Kubikmeter pro Person. Die Luftwechselrate beträgt damit nur lediglich 1 pro Stunde. Die Luftwechselrate ist im Flugzeug nur deshalb so hoch, weil jeder Person im Flugzeug lediglich 2 Kubikmeter Volumen zur Verfügung stehen. Fazit: Zur Beurteilung der Belüftungsgüte ist die Luftwechselrate ungeeignet, wenn Räume mit stark unterschiedlichem Volumen pro Person verglichen werden sollen. Wir könnten die Luftwechselrate weiter in die Höhe treiben, wenn wir uns in einen Sarg legen würden. Dann wäre bei gleicher Belüftungsstärke die Luftwechselrate noch dreimal so hoch wie im Flugzeug. Die Kabinenbelüftung kann die anfängliche Konzentration eines Stoffes auswaschen, wenn keine weiteren Stoffe in der Kabine entstehen oder dort eingetragen werden. Wenn zum Beispiel durch ein kurzzeitiges kleines Feuer Rauch entstanden ist, wird dieser Rauch durch die Belüftung ausgewaschen werden. Das geht asymptotisch und folgt einer E-Funktion, wie im Bild zu sehen. Nachdem ein Kabinenvolumen Luft bei optimaler Vermischung eingeströmt ist, würde die Konzentration auf 37% des Ursprungswertes abgefallen sein. Bei einem Abfall unter 1% sind bei optimalen Verhältnissen 5 Luftwechsel notwendig. Wir machen dazu ein Experiment.
Dieses hier ist unser Kabinenvolumen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie häufig das ausgetauscht werden muss, damit alles oder fast alles ausgewaschen ist. Ich gieße entsprechend Kabinenvolumen dazu. 1, 2, 3, 4 und 5. Also nicht nach 3 Minuten, sondern nach 15 Minuten ist die Kabine erst gespült. Die Kabinenströmung der Boeing 767 ist recht gut dokumentiert. Boeing zeigt, wie sich zwei Wirbel im Kabinenquerschnitt ausbilden. Professor Chen von der Purdue University hat die Strömung in der B767 simuliert. Pfeile zeigen die Richtung und die Stärke der Strömung an. Die Belüftung findet statt in einem Kabinenquerschnitt. In diesem Fall ist es so, dass die Luft hier austritt und hier und sich dann hier sammelt, aber auch ein Stück weit hier wieder hochströmt, entsprechend symmetrisch auf dieser Seite. Zum Schluss geht die Luft dann hier in den Frachtraum und es bilden sich dann hier solche Zirkulationen aus. Die Luft könnte auch hier zentral nach unten strömen, hier in Richtung Frachtraum, und dann würden sich auch hier große Zirkulationen ausbilden. In der Simulation von Professor Chen sehen wir sehr schön, wie Tröpfchen zum Beispiel durch eine niesende Person ausgeschieden werden. Diese Tröpfchen verbreiten sich zunächst in dem Luftwirbel auf der eigenen Seite. Es gelangen dann aber auch einige Tröpfchen auf die andere Seite des Ganges und folgen dort dem Muster des Luftwirbels auf der Seite. Eine Boeing 737-300 war auf dem Flug von Hongkong nach Peking über 3 Stunden unterwegs. Beschrieben wird in der Literatur dieser Flug vom 15.03.2003. 120 Personen waren an Bord. Eine Person war an SARS-CoV erkrankt und hat auf dem Flug 20 Personen angesteckt. Die erkrankte Person, der sogenannte Index Patient, saß auf Sitz 14E. Zwei angesteckte Personen saßen 7 Sitzreihen vor der erkrankten Person. Eine angesteckte Person saß 5 Sitzreihen hinter der erkrankten Person. Diese und andere Studien zeigen, dass sich Passagiere über Aerosole im Flugzeug anstecken können. Die Aerosole verteilen sich dabei durch Turbulenz und Diffusion längs der Kabine. Auch Personen, die durch den Gang gehen, können zu einer Verteilung der Aerosole längs der Kabine führen. Es gibt 3 Mechanismen, wie man sich an Bord anstecken kann. Einmal durch den Nachbarn, der atmet und hustet, da bekomme ich die konzentrierte Wolke ab. Zweitens durch einen Austausch innerhalb einer Reihe, wo die Klimaanlage die Luft umwälzt und ich bekomme dann die Luft von einem Nachbarn ab, der etwas weiter sitzt. Und drittens dadurch, dass sich die Aerosole über die ganze Länge der Kabine verteilen. In den letzten Wochen haben wir immer wieder die Argumentationen der Luftfahrtbranche gehört, warum es sicher ist, mit dem Flugzeug zu fliegen, auch in Corona-Zeiten. Der HEPA-Filter macht die Luft so sauber wie in einem Operationssaal. Die Luft selber im Flugzeug ist so rein wie in einem Operationssaal und durch sogenannte HEPA-Filter komplett gereinigt. Alle 3 Minuten wird die Luft komplett ausgewechselt. Wichtig zu wissen ist, dass die Kabinenluft eine sehr, sehr hohe Qualität in Flugzeugen hat. Man muss sich vorstellen, alle 3 Minuten wird die Kabinenluft komplett ausgetauscht. Und die Luft strömt nur von oben nach unten. Coming here and it doesn't flow backwards and it doesn't flow forward. It's really a vertical flow of the air downwards. Which means at the end, if I summarize, that each row has its private air conditioning. And after that, you still have to think that the air around you is flowing down and that being renewed every 2 to 3 minutes, within a minute, everything has vanished. So the ability to, the likelihood to contaminate your neighbor is very low.
I mean, you're facing forward on top, and even when you look at each other, and I'm talking to you like this, it would go in that direction. So I really consider that the risk of contamination cross-seat is very limited, and much more limited than in other environments. When you're sneezing, when you're talking, most of the droplets, if you imagining you wear no mask, which is not the case, would go forward or diagonal. So it's more the back of the seat in front of you, which is hit by these droplets, and therefore a cleaning question, rather than your neighbor. Alle drei Argumente sind, wenn man genau hinschaut, falsch.